Oh. Der liebe Poki hat wieder was zu sagen. Ich kann doch bestimmt das Gitter erstmal öffnen. Das wäre doch hier. Ja. Das kriege ich so nicht auf. Ich brauche mein Werkzeug. Du kriegst dein Werkzeug. Boah. Sehen Sie nun die erstaunliche Edna und ihre tanzenden Fußnägel. Es Sehr verliert gut. irgendwie seinen Reiz, wenn ich es mache, um irgendwo reinzukommen. Ja, du wirst irgendwann es brauchen, um wieder rauszukommen. Ja, dieser Screen ist vielleicht nicht der am hübschesten oder perspektivisch richtigsten gezeichnetste, Auf den ich keinen jemals Fall. gemacht habe, aber er gefällt mir deswegen so besonders gut, weil man halt schon sehr früh im Spiel halt so ein bisschen Überblick darüber bekommt, wo geht's überhaupt noch hin in dem Spiel. Man kann von dieser Position halt tatsächlich bis zum Ende des Spiels sehen. Man ist halt quasi noch am Startpunkt, also irgendwo in diesem Turm, irgendwo unter diesen Dachsträgen muss sich halt Annas Zelle befinden. Aber man sieht halt hinten schon Locations wie zum Beispiel den Carpool rechts unten im Bild, den man halt erst später erreicht oder noch viel später außerhalb der Mauern kann man eigentlich schon Ednas Weg vorahnen. Und Edna kommentiert das Ganze auch entsprechend. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Und es hat mich immer sehr gefreut, was ist jetzt gerade halt endlich mal in die Luft gekommen und hat halt einfach noch nicht sehr viel erreicht. Da liegt noch ein großes Spiel vor ihm und er muss erstmal wieder rein und durch dieses Irrenhaus durch. Ich hoffe, dass dieser Screen irgendwie motivationssteigernd wirkt. Er Aber tut ich hoffe auch das. ziemlich vielen anderen Quatsch. Einen dritten Ghostbusters-Teil zum Beispiel. Das wäre auch nicht schlecht. Aber er tut es. Ansehen. Die Ferne. Da ist ein Wald hinter der Mauer. Dann ein Fluss, über den eine Brücke führt. Ich erkenne einen Friedhof und eine Kirche. Und dann Häuser. Ist das da unser Haus? Ich muss dringend nach Hause. Was auch immer Dr. Marcel vertuscht. Dort werde ich den Hinweis finden, der mir hilft, mich zu erinnern. Tja, Edna, bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Erkennst du davon irgendetwas wieder, Harvey? Aus dieser Perspektive sieht alles ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, da hinten muss irgendwo unser Zuhause sein. Tja. Unmöglich. Das ist zu weit weg. Nichts ist unmöglich. Außer Dr. Marcells Hosen. Unmöglich. Das ist zu weit weg. Nichts ist Schade. unmöglich. Kann man nicht den Außer Horizont Dr. Marcells ankürzeln? Hosen. In diesem Bild schweift Captain Unbrauchbar in die Ferne. Mit unten. Ansehen unten. Ja. Oh. Wow. Wow. Wie es aussieht, habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Ich will noch mal. Wow. Ja, was man vielleicht auf den Wie es aussieht, ersten habe ich Blick noch gar einen nicht weiten merkt. Weg vor Ich habe mir. mir größte Mühe gegeben. Na was? Wow. Wie es aussieht, habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Jetzt haben wir den Audiokommentar verkürzt. Tja. Um die Ecke. Antenne. Gleichzeitig ganz in der Nähe. Sehen Sie nun einen weiteren spannenden Beitrag über Menschen mit großen. Was zum Kuckuck? Mist. Schon wieder. Warum haben wir hier auch kein Kabelfernsehen? Ach, was soll's. Muss ich halt wieder die bekloppten Show gucken. Genau, schon. Können wir das wieder gerade richten? Das wäre kontraproduktiv. Nee. Er soll ja die bekloppten Show gucken. Na komm. Autsch. Also, Frau Antenne,
Kommen wir zurück auf diese elektromagnetischen Wellen, von denen Sie sprachen. Befinden Sie sich gerade in diesem Raum? Können Sie mit ihnen kommunizieren? Ninlein ist dazu gekommen. Sie sind da! Ich schwöre es Ihnen! Sei gegrüßt, Ninlein. Bist auch noch hergekommen. Den Harvey, den können wir noch mit der Antenne. Guck mal, Harvey, eine Antenne. Lassen. Cool! Jetzt können wir mit dem Mutterschiff Kontakt aufnehmen. Großartig. Protosteger. Nochmal. Das klang so hübsch. Wundervoll. Sieh her, Harvey. So werden Zeichentrickfilme übertragen. Oh. Ein wundervolles Skill. Na? Captain Unbrauchbar. In diesem Bild kündigt Captain Unbrauchbar seinen Kabelanschluss. Tja. Benutzen haben wir schon. Reden. Hatten wir auch schon. Nehmen. Ich empfange auch so schon genug. Stimmt. Sie sieht aus wie eine Eistänzerin mit gebrochenem Bein. Aha. Okay, stürzen wir uns mal vom Dach. Oder so. Ja, hierher. Da waren wir schon lange genug drin heute, in diesem Raum. Also mal wieder hier rein. Zack. Hier sind wir da im Schacht. Tja. Haben wir irgendwas Neues? Kippt Unbrauchbar, den können wir noch mit Polstern benutzen. Captain Unbrauchbar. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen Milben. Das ist ein ewig währender Kampf. Das wäre ein klägliches Trostpflaster für das, was ich ihm angetan habe. So siehst du aus. Ich schleiche mich unter Einsatz meines Lebens aus der Zelle, krieche durch enge Schächte, kämpfe gegen Muskelberge, nur um mir ein Comic zu holen? Und dann setze ich mich in meine Zelle und lese? Prima Plan. Großartiger Plan. Das klingt doch perfekt. Hier ist was zum Lesen. Oh, danke. Nein. Puh, ich dachte gerade, wir hätten das Comicheft abgegeben. Puh. Danke, Ninlein, für den Like. Das warst bestimmt du. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das wer anders war. So, hier haben wir schon ziemlich viel bekritzelt. Ich kann aber noch alles nochmal... Niemals! Das ist die Erstausgabe! Ich wollte es doch auch nicht verbrennen. Ich wollte hier eine weitere Seite aus Comicheft lesen. In diesem Bild macht genau Captain Unbrauchbar den dritten Platz im Pfahl sitzen. Im Pfahl sitzen, aha. In diesem Bild beschwert sich Captain Unbrauchbar beim Möbelspediteur. In diesem Bild rettet Captain Unbrauchbar den Piloten vor seinem Schleudersitz. Oh, die bösen Schleudersitze. In diesem Bild rettet Captain Unbrauchbar die Welt vom Schreibtisch aus. Tue ich jeden Tag. In diesem Bild wischt ein Obdachloser die Scheibe vom Honkmobil. Vorsicht, Captain Unbrauchbar! Wenn er den Smiley malt, bevor er grün ist, musst du ihm Kleingeld geben. So ein Mist. Den Kommentar hatten wir schon. Lexikon, das müssen wir uns mitnehmen.
Aha. Da müssen wir eine Audiospur vergessen. Ein Lexikon. Schreibtisch. Der Ablagefläche für Unerledigtes. Sag jetzt nicht, wir können jetzt alles mit dem Lexikon benutzen. Wir können jetzt hier... Erzähl mir von der Freiheit, Harvey. Da draußen gibt es keine Buchdeckel. Alle Buchstaben sind frei und können machen, was sie wollen. Tun wir jetzt alles im Lexikon nachschlagen. Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Nee, können wir nicht. Okay, gehen wir vor die Tür. So. Flur. Oh. Das ist der... Der Wärter. Können wir da nicht? Bruder steht hier mit Ausgang. Ja, was der Charakter Stiese ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfiguren in Edna bricht aus. Der möchte gern Profi-Golfer, dem es nicht vergönnt ist, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, der nämlich richtiger Profi-Minigolfer war und diesen Komplex mit sich rumträgt, während er sich Edna gegenüber wie der große Mac aufführt, ist eine der komplexesten Randfiguren, also unnötig komplexesten Randfiguren der Computerspielgeschichte, wie ich hoffe. Jetzt sehen unnötig wir komplex. Mal. Ich glaube, ich schreibe mir diese zwei Worte mal irgendwo auf und hänge sie mir übers Bett und meditiere darüber. Jetzt sehen wir den Lieben mal reden mit. Ich weiß nicht, wer das so klug hier ins Büro. Hallo? Hallo Edna. Was gibt's? Wo sind wir hier? Keine Ahnung, aber ich will hier raus. Ich auch. Es scheint eine Art Irrenhaus zu sein. Das kann sich doch nur um ein Missverständnis handeln. Wer zum Teufel bist du? Und was? Und warum kannst du sprechen? Ich bin dein Kumpel Harvey. Eine Schande, dass du mich nicht wiedererkennst. Klar, kenn ich helfe dir, rauszukommen. Harvey, erkennt man doch überall wieder. Auf die Sprünge. Wie geht es dir, Harv? Mir ginge es besser, wenn wir hier endlich rauskämen. Mir auch. Ich schaue mich dann mal um. Vielleicht finde ich ja einen Weg hier raus. Das ist unsere Mission. Hey! Oh, oh. Ich verdufte lieber. Der Stiesel. Warte gefälligst! Jetzt ist er auf uns aufmerksam geworden. Hier rein. Das ist ein guter Plan. Und jetzt zum Fenster. Na. Was soll das? Komm sehr sofort gut. Wieder rein. Du brichst dir noch alle Knochen. Komm doch raus und hol mich. Ja. Nicht doch. Hat unser Minigolf-Profi etwa Höhenangst? Feigling, Feigling. Ja, lach nur. Aber irgendwann wirst du da runterkommen müssen. Und dann kannst du was erleben. Ja, aber nicht mehr im heutigen Stream. Ich werde den nämlich an dieser Stelle beenden. Ich sehe schon, wir haben gerade 66 Minuten Stream. Das dürfte reichen, um daraus einige Punkte zusammenzuschneidern. Den werde ich jetzt mich in den Schnitt begeben und daraus 2, 3, 4 Parts zusammenschneiden. Die werdet ihr im Anschluss an dieses Live-Let's Play zu sehen bekommen. Wenn ich dann hier fertig bin mit diesem Stream-Projekt. Das dauert noch ein Weilchen, aber ihr könnt beim nächsten Stream wieder mit dabei sein. Nächste Woche Samstag, wenn alles gut klappt, gibt es einen neuen Stream. Edna bricht aus. Nächste Woche. Voraussichtlich. Ja. Alles klar. Dann bedanke ich mich für die Leute, die da gewesen sind, im Stillen zugehört haben, an Leute, die dabei waren und im Chat mitgeschrieben haben. Der Shelly, der war am Anfang mit dabei, der musste dann uns schnell verlassen. Die Nini, nein, die dann auch mit dazugekommen ist. Na dann.
Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich im nächsten Stream. Nächste Woche wieder. Wahrscheinlich. Oder in einem anderen Video auf meinem Kanal. In einem Let's Play. Pokémon Mystery Dungeon. Retterteam DX läuft gerade auf meinem Kanal. Wenn der Stream jetzt hier aktuell ist. Wenn der Stream nicht aktuell ist, dann läuft wahrscheinlich schon längst was anderes. Aber gut. Damit ich nach oben nicht vergessen. Abonnieren. Abonniert den Kanal. Ja, Glocke aktivieren. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und vor allem eins habt ihr zu tun. Einen wundervollen Tag zu haben. Und lasst es euch gut gehen. Man sieht sich, man hört sich, man riecht sich und schmeckt sich hoffentlich nicht. Bis dahin. Ciao, ciao.